Schönen guten Morgen oder guten Tag. Mein Name ist Bettina Münch-Epple. Ich leite den Bildungsbereich bei der Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF Deutschland. Und ich freue mich ganz besonders, dass es diese Konferenz gibt und dass wir heute die Gelegenheit haben, die Studie Digitalisierung und Bildung und auch das Buch Der blinde Fleck der Digitalisierung vorstellen zu können. Initiiert wurde die Studie von der Robert-Bosch-Stiftung und dem WWF Deutschland vor ungefähr 2 Jahren. Haben wir mit Professor Rammler und Dr. Felix Hühlmann-Faul zusammengesessen und haben gesagt, wir wollen gerne gucken, welche Datengrundlage gibt es, welche Fragen müssen eigentlich weiter bearbeitet werden, um auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen zu denken. Ich finde es super, dass es diese Konferenz heute gibt und dass in so großem Umfang mit unterschiedlichen Themen, Schwerpunkten diskutiert wird. Also nochmal mein ganz großer Dank an diese Möglichkeit. Und weil wir gar nicht viel Zeit haben, nur eine halbe Stunde, freue ich mich sehr, dass Professor Rammler heute hier ist, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsforschung und Technologiebewertung. Danke, dass du da bist und auch mitdiskutieren wirst nachher am Ende der Vorstellung der Studie und dass Dr. Sühlmann-Faul da ist und jetzt erstmal die Inhalte der Studie vorstellen wird. Danke. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass vor allem der Saal relativ stark gefüllt ist, weil wir nicht so viel Zeit haben und wir wollten am Ende noch Raum lassen für Diskussionen. Fasse ich mich jetzt relativ kurz. Ich würde gerne über die Struktur der Studie und des Buchs sprechen und dann würde ich gerne ganz kurz auf 2 Punkte etwas konkreter eingehen, auf den Energieverbrauch der Digitalisierung und auf einen Aspekt im Bereich der Rohstoffe, um am Ende noch was zu einer Möglichkeit zu sagen, wie man einen nachhaltigen Mehrwert durch Digitalisierung erreichen kann. Wir haben zunächst mal das Buch und die Studie fußen beide auf der Überlegung, den Nachhaltigkeitsbegriff auszuweiten. Häufig wird es ja im Grunde auf den Bereich der Ökologie begrenzt. Oder wenn er ausgeweitet verwendet wird, dann Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Und es ist allerdings so, dass diese soziotechnische Transformation der Digitalisierung einfach so komplex und so weitreichend ist, dass die Politik hier mit aufgenommen werden muss in die Definition der Nachhaltigkeit, weil Politik aus 2 Gründen wichtig ist als Vertreter. Einerseits im politischen Prozess laufen einige Sachen sehr unnachhaltig in Sachen Digitalisierung und andererseits ist die Politik eben als Leitliniengeber auch essentiell wichtig und deswegen im Bereich der Nachhaltigkeit der Digitalisierung ein wichtiger Faktor. Das Buch beginnt im Grunde mit der Definition verschiedener Begriffe und der Ausweitung des Nachhaltigkeitsbegriffs. Dann werden Nachhaltigkeitsdefizite auf diesen 4 Ebenen gezeigt, Handlungsempfehlungen für diese 4 Ebenen, also auch für den Privatanwender und die Privatanwenderin. Und dann werden Wege aufgezeigt, wie die Digitalisierung beitragen kann zu mehr Nachhaltigkeit. Das ist auch Inhalt des Buches, nicht nur der Studie, sondern des Buches. Hier endet im Grunde das Buch. Das Buch ist quasi die Studie, die ich nochmal in 2 bis 3 Monaten Arbeit nochmal komplett umgeschrieben habe, im Grunde für die Öffentlichkeit, weil der Normalmensch liest sich ja im Grunde nicht so eine wissenschaftliche Studie durch, sondern der möchte lieber ein spannendes und interessantes Buch lesen. Und dieses Buch ist also quasi sozusagen gedacht für die Öffentlichkeit, um den Diskurs rauszutragen aus dem Elfenbeinturm in die Gesellschaft. Die Studie hatte dann einen 2. Teil. Netterweise haben Expertinnen und Experten, 25 glaube ich, haben wir zusammengekriegt, uns bei einem Delphi-Verfahren Fragen zu diesen 4 Ebenen, also Ökologie, Ökonomie, Politik und Soziales im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, geantwortet und wir konnten dann einen 3. Teil auf Basis der Ergebnisse des Delphis erstellen, nämlich eine Forschungsagenda, was die wichtigsten Fragen jetzt sind, um den Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiter den Forschungsprozess voranzutreiben.
Ich gebe ein paar kurze Beispiele für die vielen Themen, die in dem Buch und Studie behandelt sind. Bei Ökologie ist es beispielsweise das Thema E-Waste, also der Elektroschrott. Der 2017 beispielsweise waren es über 60 Millionen Tonnen, die größtenteils illegal in die Länder des globalen Südens exportiert werden und dort vor Ort Umwelt und Mensch vergiftet. Im Bereich Ökonomie habe ich mich beschäftigt mit geplanter Obsoleszenz unter anderem und auch das Thema soziale Resilienz, weil wenn wir davon ausgehen, dass durch Automatisierung ein gewisses höheres Maß an Arbeitslosigkeit entsteht, dann schlägt das natürlich auf die Sozialkassen, weil das hier natürlich so geregelt ist, dass die Gehälter von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Sozialkassen füllen. Und wenn es jetzt ein höheres Maß an Arbeitslosigkeit gibt, wird also in diesem Abschnitt unter anderem darüber gesprochen, über Möglichkeiten durch ein bedingungsloses Grundeinkommen oder andere Angleichungen im steuerlichen Bereich dem entgegenzuwirken. Im Bereich der Politik gibt es unter anderem einen großen Abschnitt über das Thema Bildung beziehungsweise das, was in der Bildungspolitik daneben läuft und Möglichkeiten, wie man das Thema der Medienkompetenz besser stärken kann. Und im gesellschaftlichen Bereich habe ich geschrieben unter anderem über psychologische Obsoleszenz, die dann sehr gut mit der geplanten Obsoleszenz der Hersteller ineinandergreift, also wie Geräte der Informations- und Kommunikationstechnologie in unseren Taschen gefühlt altern und man Lust hat, irgendwie sich ein neues Gerät zu kaufen. Und es geht um den Rohstoffabbau bzw. die sozialen Auswirkungen des Rohstoffabbaus, wo ich nachher auch noch was dazu sage. Genau, jetzt komme ich erst kurz zum Energieverbrauch und danach noch kurz zum Thema Rohstoffe. Da müssen wir uns erstmal angucken, wie sich der globale Datendurchsatz entwickelt hat in den vergangenen Jahren. 1992 waren es noch 100 Gigabyte pro Tag, 5 Jahre später waren es schon 100 Gigabyte pro Stunde. Das steigert sich dann immer so weiter und es gibt eine Prognose des amerikanischen IKT-Herstellers Cisco, die davon ausgehen, dass es 2021, also bei 106.000 Gigabyte pro Sekunde, das sind also 106 Terabyte pro Sekunde sich bewegen wird. Also eine durchschnittliche Festplatte hat heute 1 Terabyte und dann kann man neben mir so einen Turm von 106 dieser Festplatten aufbauen. Und in der nächsten Sekunde wieder und wieder und wieder. Und das ist also eine unfassbare Menge, wobei man, das ist jetzt eine quantitative Betrachtung, qualitativ muss man sagen, dass sich innerhalb der nächsten Jahre das Thema Streaming auf über 80% belaufen wird. Also Streaming wird zu über 80% diese riesige Datenmenge veranschlagen. Die steigende Tendenz dahinter ist natürlich klar, wir haben jährlich ungefähr 9% mehr Userinnen, bis ins Jahr 2020, auch das als Prognose, werden ungefähr 52% aller Menschen online sein. Weniger als 52% aller Menschen haben übrigens Zugang zu fließendem Wasser. Und wichtig eben auch die ganzen mehr oder weniger smarten Geräte, die am Internet hängen, die eben auch alle Daten empfangen und senden, tragen zu dieser erstaunlichen Menge bei. Man kann das sehr gut sehen bei der Qualitätssteigerung des Fernsehens. Fernseher, die 4K darstellen können, also das ist Kinoqualität, das ist 4K ist quasi die vierfache HD-Menge, also brauchen diese Fernseher, um ein 4K-Bild auch darzustellen, ist es einfach die vierfache Menge an Daten im Vergleich zu High Definition. Und es gibt auch Computermonitore, die 8K darstellen können. Das ist natürlich dasselbe Spiel, also die achtfache Datenmenge im Vergleich zu einem normalen HD-Bild. Und dann kann man sich betrachten, was es mit dem Thema Emissionen und Energiebedarf auf sich hat. Momentan macht die Herstellung und Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie aktuell ungefähr 2% des anthropogen erzeugten CO2 aus. Das ist dasselbe wie der zivile Luftverkehr. Und dafür gibt es Prognosen, dass es sich ungefähr auf 3,5% im Jahr 2020 und 14% im Jahr 2040 belaufen wird. Wobei das ist natürlich eine sehr weite Prognose und unterstellt, dass es da irgendwie einen linearen Verlauf gibt. Momentan sind es 12% des Gesamtverbrauchs elektrischer Energie und wird sich auf ungefähr ein Fünftel des Gesamtverbrauchs in 2050,
25 richten. Und genauso wenig wie der Strom einfach nur aus der Steckdose kommt, kommen die Streaming-Daten. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese riesige Datenmenge, die sich durchs Internet bewegen wird und aktuell auch bewegt, zu einem sehr großen Anteil aus Streaming besteht. So wie der Strom nicht aus der Steckdose kommt, kommen die Streaming-Daten auch nicht durch die Luft geflitschert, sondern dafür, die kommen aus Datenzentren. Und diese Datenzentren werden bis 2025 ungefähr 3,2% des anthropogen erzeugten CO2 dafür verantwortlich sein. Jetzt noch kurz zum Thema Rohstoffe bzw. auf die soziale Ebene. Die vier Konfliktmineralien Tantal, Zinn, Wolfram und Gold werden hauptsächlich oder zu größeren Teilen in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. Der Umwelteinfluss dieses Abbaus ist verheerend. Es finden Rodungen statt, darauf entstehen natürlich Erosionen, Artensterben und so weiter, aber viel größer und problematischer ist der soziale Einfluss, weil der Abbau dieser Rohstoffe unter der Macht von Rebellentruppen liegt, die darüber ihre Waffen finanzieren und sich da seit 20 Jahren einen immer wieder aufkeimenden Bürgerkrieg liefern. Die Folgen davon, also die zivilen Opfer gehen in die Millionen, die Folgen davon sind natürlich Flucht. Man kann dort Kinderarbeit beobachten, Zwangsprostitution, Kinderprostitution, die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten. Viele Leute in den Minen arbeiten auch unter Zwang, also es ist moderne Sklaverei, die da im Grunde herrscht. Theoretisch könnte dieses Land die Kornkammer Afrikas sein. Je nach Schätzung könnte ungefähr 3/4 des gesamten Kontinents von Getreide bekommen, mit Getreide versorgt werden aus diesem Land. Das findet allerdings nicht statt. Nur ungefähr 10% der kultivierbaren Ackerfläche wird tatsächlich bewirtschaftet, weil einerseits der Bürgerkrieg die Felder zerstört und andererseits ist es so, dass die Leute, die nicht unter Zwang, sondern freiwillig in den Minen arbeiten, in den Minen mehr Geld verdienen, als wenn sie ihre Felder bewirtschaften würden. Also wir haben es wie in vielen Gebieten der Digitalisierung mit einem komplexen Geflecht zu tun. Wir sehen moderne Sklaverei, es entstehen Umweltschäden, Bürgerkriege werden darüber finanziert, es herrscht Flucht und Verarmung, es gibt so gut wie keine intelligenten Stoffkreisläufe. Das Thema E-Waste hatte ich vorhin noch kurz angesprochen, dass auf die Art und Weise eine große Menge an Elektroschrott auch wieder im afrikanischen Kontinent landet. Wer sich näher mit diesen Themen beschäftigen will, das ist ein kurzer Werbeblock für unser Buch. Nachhaltigkeitsdefizite, wo ich jetzt gerade nur zwei genannt habe, Handlungsempfehlungen für alle Ebenen, auch für Privatanwender und Wege für Nachhaltigkeit durch Digitalisierung findet man in diesem Buch und ich würde mich auch freuen, wenn Sie mir auf Twitter folgen würden. Ich poste täglich ein oder teilweise zwei interessante Aspekte aus dem weiten Bereich von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich promoviere auch gerade zum Thema Plattformkapitalismus und recherchiere da relativ viel und diese Informationen gebe ich dann gerne über Twitter weiter. Noch ein Aspekt, der tatsächlich nachhaltiger laufen kann durch den Einsatz von Digitalisierung, ist die Kreislaufwirtschaft. Aktuell verwendet die deutsche Industrie weniger als 20% recycelte Materialien, was unter anderem damit zusammenhängt, dass zu wenig Information herrscht über die Materialien, über die Güte, über die Beschaffbarkeit und so weiter. Und hier könnten beispielsweise auf ganz einfachem Wege sehr einfache Informationsdatenbanken, ich möchte noch nicht mal über Blockchains sprechen, weil man ungefähr 80% der Sachen, die man mit einer Blockchain regeln kann, auch einfach über eine Datenbank regeln kann. Vielen Dank, deswegen möchte ich hier eher betonen, eine einfache Datenbank würde vielleicht auch einfach reichen. Zur Umverteilung der Produktion und zur Wiederverwendung, Über- und Unterkapazitäten zu vermeiden. Das höchste Ziel dieser Angelegenheit wäre Zero Waste. Beispielsweise ist es so, dass der amerikanische Fahrzeughersteller General Motors in 150 Niederlassungen in Nordamerika keine Müllkippe mehr hat, sondern alles, was übrig bleibt in der Produktion, wird wiederverkauft.
an andere Firmen, die dann eben andere Produkte daraus herstellen und diese eigentlich Abfälle theoretisch weiterverwendet. Das ist, also General Motors hat dann noch ein zusätzliches Geschäftsmodell draus gebaut und das ist relativ beispielhaft in diesem Zusammenhang. Ich komme jetzt auch schon gleich zum Fazit. Man hört sehr häufig Digitalisierung, das ist nachhaltig, weil dann eben auf die Effizienzgewinne angespielt wird. Die Digitalisierung wird allerdings verheerende Folgen auf vielen Ebenen haben, wenn diese nicht mit Rücksicht auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit gelenkt wird. Wie diese Aufgabe bewältigt werden kann, ist durchaus eine soziale, aber vor allem auch eine politische Frage. Und ich denke, ich spreche hier für alle, wenn ich sage, Sklaverei und Bürgerkriege sind kein akzeptabler Preis für unsere Digitalisierung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Felix, für die Vorstellung der Studie. Gibt es vielleicht direkt Fragen dazu? Ganz kurz zur Studie nochmal. Sonst würden wir nämlich erst nochmal auch weiter von unserer Seite nochmal in die Diskussion kurz einsteigen. Stefan, darf ich dich mal kurz auf die Bühne mitbitten? Genau, wir haben die Studie ja zusammen gemacht. Ich freue mich auch, dass im Publikum sitzt Johannes Reidel von der Robert-Bosch-Stiftung. Auch für die Robert-Bosch-Stiftung, wie gesagt, das ist ein wichtiger Bereich, die Digitalisierung und im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung weiter in ihrem Programm zu beforschen. Und Stefan, vielleicht kannst du noch mal auch in deiner Rolle als wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsforschung und Technologiebewertung sagen, was hat sich für dich aus dieser Studie ergeben? Guten Morgen erstmal oder guten Tag. Es fühlt sich sehr früh an für mich nach wie vor, deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Ich schließe einfach an das an, was Felix gerade sagte. Wir reden hier über Bits und Bäume, über die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit heute bei dieser Veranstaltung. Das ist schon mal sehr dankenswert und lobenswert. Wir könnten auch über Workers and Wires reden, über die soziale Dimension, die Arbeitsplatzpotenziale. Wir könnten über die Verwerfungen oder die strukturellen Implikationen dieser Entwicklung für die Zukunft der Ökonomie oder die Zukunft der politischen Systeme, für die Zukunft der Demokratie, all das sind Fragen, die sich daraus ergeben. Für mich ist im Grunde die problematische Situation der Digitalisierung größer nach dieser Studie als vorher. Ich habe das so nicht erwartet und ich würde eher sagen, auch im Kontext von Technikfolgenabschätzung und Zukunftsanalytik, es geht eigentlich darum anzuerkennen, dass wir mitnichten einen technologischen Schließungsprozess erleben, wie viele affirmative Technikauguren uns wahrmachen wollen und weismachen wollen, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit kein Problem sind, dass sich das schließt im Grunde und dass wir genau wissen, wohin wir gehen müssen. Im Gegenteil möchte ich behaupten, wir erleben einen gigantischen kulturellen, ökonomischen, technologischen, politischen Öffnungsprozess, in dem wir vorher noch gar nicht wissen, wo es hingeht, wo wir klugerweise hingehen sollten. Und deswegen ist eine unmittelbare Konsequenz aus diesem digitalen Zivilisationsbooster, den wir gerade erleben auf verschiedenen Ebenen, dass wir Orte und Zeit brauchen, anders, klüger und besser über die Zukunft der digitalen Transformation nachzudenken. Das ist hört sich erstmal trivial an, ist aber in der Konsequenz in meinen Augen überhaupt nicht trivial. Wir hatten solche Orte immer, es gibt sie auch an anderer Stelle. Die Frage ist, wie wir beispielsweise über die Frage, wie wir völlig neue Lebensstile, Lebenswelten aufbauen können, die in einer Perspektive suffizienter Nachhaltigkeit zukunftsfähig sind. Das ist eine ganz andere Frage als die Frage, wie wir ökologische und ökonomische Modernisierung mit Hilfe digitaler Technologien und Medien betreiben. Also wie kommen wir zu neuen Lebensstilen, zu neuen Formen von Stadt, zu neuen Formen von Infrastrukturentwicklung, zu neuen ökonomischen Systemen zwischen Sozialismus und Kapitalismus meinetwegen. Für mich ist es überhaupt nicht entschieden, was sich da alles entwickelt. Das muss bedacht und geplant werden. Deswegen nochmal die Forderung, wir wissen im Grunde gar nichts. Wir fangen erst an, die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten sind noch in weiter Ferne. Deswegen brauchen wir Forschung, Forschung, Forschung. Wir brauchen aber auch Diskurs und deswegen fordere ich zwei Dinge. Eine Art Agora für Digitalisierung, wir haben das im Bereich der Energie, wir haben das im Bereich der Mobilitätspolitik, eine Agora-Digitalpolitik brauchen wir, wo wir einen gesellschaftspolitischen Diskurs führen, auch über die Frage zum Beispiel, ist Transhumanismus eine wünschenswerte Perspektive oder nicht? Das kann man ja so sehen, dass transhumanistische Perspektiven wünschenswert sind. Man kann es auch anders sehen, wir müssen darüber diskutieren. Und genauso sehe ich das auf einer wissenschaftlichen Ebene, weil wir eben viele Wissenspotenziale noch nicht haben, die wir brauchen,
politisch klug zu steuern, wenn wir es denn wollen würden. Wir brauchen auch so eine Art Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen in der digitalen Transformation. Es gab sowas mal in den 70er Jahren, das Max-Planck-Institut am Starnberger See von Habermas, wo es genau sowas gab mit Blick auf die wissenschaftlich-technische Revolution dieser Zeit, wo man genau dieselbe Frage hatte, das Gefühl hatte, vor unseren Augen, hinter unserem Rücken verändern wir die Welt durch unsere Konsumentscheidungen, durch unsere unternehmerischen Entscheidungen, unsere politischen. Und wir haben das Gefühl, die Summe dieser Einzelentscheidungen führt in der Emergenz zu einer Entwicklung, die wir nicht richtig greifen können. Und das ist dieselbe Situation heute wieder. Und deswegen brauchen wir Orte und Zeiten, in Ruhe über diese Veränderung nachzudenken, so schwierig diese Forderung umzusetzen sein mag. Das wäre mein Petitum. Ja, danke dir erstmal. Also Angora auf jeden Fall. Felix, möchtest du vielleicht auch noch mal aus den Handlungsfeldern ein oder zwei Aspekte nennen, die irgendwie vielleicht auch jetzt im Hinblick auf das, was Stefan gesagt hat, einfach interessant sein könnte? Also ich denke, eine moralische Debatte ist auf jeden Fall wichtig. Allerdings schiebt das den schwarzen Peter immer so hin zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Ich denke, politische Leitlinien sind äußerst zentral, und das fängt bei ganz einfachen Forderungen an, gegebenenfalls zum Beispiel sowas wie ein Label für Produkte, die unter fairen Bedingungen hergestellt worden sind, also jetzt digitale Produkte in diesem Zusammenhang. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise die Senkung der Mehrwertsteuer für Reparaturen elektrischer Geräte, wie das zum Beispiel in Schweden schon einfach Realität ist. Das wäre eine Möglichkeit, Strafmaßnahmen für Unternehmen, die absichtlich mit geplanter Obsoleszenz ihre Geräte vernichten. Also beispielsweise war es im vergangenen Jahr so, dass Apple eingestehen musste, dass deren Software-Updates die iPhones langsamer machen. Die offizielle Argumentation war, damit der Akku geschont wird, aber es ist halt einfach so, dass da natürlich ein Neuerwerb nahegelegt wird auf eine relativ hinterhältige Art und Weise. Und die höchste Forderung wäre im Grunde die Internalisierung der Rohstoffkosten. Momentan sind die Rohstoffkosten externalisiert, das heißt, man zahlt im Grunde nur Abbau und den Materialwert, aber für die sozialen und für die Umweltschäden eben auch aufzukommen, wäre ein extrem wichtiger Schritt. Und dann ist es nämlich auch so, dass solche Fragestellungen wie zunehmende Automatisierung sehr weit wieder in den Hintergrund rücken. Wenn nämlich plötzlich die Maschinen deutlich teurer werden als die Mitarbeiter, dann verschiebt das nämlich die Arbeitsplatzproblematik unter anderem auch wieder deutlich nach hinten. Du willst auch noch was sagen? Okay, du willst, eigentlich wollte ich gerne jetzt sozusagen vielleicht nochmal dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich guck mal, gibt es Fragen an die beiden Referenten oder, aber vielleicht kannst du, bis das Mikrofon dahin geht, ja schnell sagen, was du sagen wolltest. So schnell kann ich auch nicht sprechen, aber die Idee ist natürlich, dass rechtliche Regulierung sehr wohl möglich ist in diesem Bereich auch. Und es gibt ein Beispiel, was mir sehr wichtig ist, und ich hoffe, wir bekommen eine neue Debatte über die Zukunft des Vorsorgeprinzips oder des Vorsorgeprinzips im Umweltrecht. Ne? Das ist ein Ergebnis der 70er Jahre, auch deswegen entstanden, weil man vorderhand eben nicht genau wusste, wie Technologien wirken auf Menschen, auf Umwelt, auf Gesellschaft, und deswegen hat man zumindest, was die ökologische Dimension, den Umweltschutz angeht, gesagt, wir führen das Vorsorgeprinzip ein im Rahmen der beiden großen Funktionen des Staates, nämlich die Schutzfunktion, die Daseinsvorsorgefunktion. Ist das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht eine ganz wichtige Innovation gewesen, was ich jetzt fordern würde, auch mit Richtung, in Richtung politische Regulierung, die jetzt schon möglich ist, eine Innovation des Vorsorgeprinzips, ein Vorsorgeprinzip 2.0, wo neben den ökologischen und umweltpolitischen Themen, die mit der Digitalisierung verbunden sind, auch die gesellschaftspolitischen, die ökonomischen Transformationseffekte mit in den Blick kommen. Die Frage, in welcher Art und Weise stellen wir die Conditio Humana in Frage, mit Blick auf die Frage, was der Mensch ist und was die Gesellschaft ist und welche Folgen hat im Grunde, dass das muss in einer solchen Vorsorgeregelung, Schutzfunktion letztlich auch gesetzlich reguliert sein mit Blick auf Innovation, technische Innovation aus der Digitalisierung. Und da kann man schon viel Bewusstsein mit schaffen bei den Unternehmen, indem man so ein Gesetz regelt. Super, danke. Ja, im Moment findet die Debatte noch sehr, sehr getrennt statt. Sie haben eine Frage, bitte. Genau, da hatte Stefan das vorher angesprochen. Ich wollte mal fragen, was sind denn Ihrer Meinung nach die relevantesten emergenten Phänomene der Digitalisierung, also die so nicht aus den Einzelteilen absehbar sind und dann fundamental neu auftreten?
Worüber ich mir gerade am meisten Sorgen mache, sind die Szenarien der Veränderung unserer Ökonomie. Ja, also das habt ihr heute und gestern bestimmt schon ein paar Mal gehört. Das ist ja mittlerweile in der Mainstream-Debatte angekommen, aber ich möchte es zuspitzen. Wir erleben die Neuerfindung der kapitalistischen Ökonomie von Kalifornien ausgehend und die Neuerfindung totalitärer Gesellschaftssysteme in Asien. Das ist ja nichts Neues mehr. Das bedeutet aber ganz viel, wenn man weiß, dass China insgesamt sich auf den Weg gemacht hat, ein Megatrend zu werden und weltweit massiven Einfluss zu gewinnen und massiv in Afrika interveniert vor dem Hintergrund dieses Gesellschaftsmodells. Das heißt, bislang lokale, regionale Gesellschaftsmodelle haben die Chance, sich im Rahmen der digitalen Globalisierung auch in andere Weltregionen auszubreiten. Und vor diesem Hintergrund der Mindsets, die es da gibt, finde ich das äußerst gefährlich und problematisch. Und bin der Meinung, wir sollten versuchen, als Europa in Kooperation mit Afrika beispielsweise völlig neue Formen der Zukunft für Afrika zu entwickeln, gemeinsam mit Afrika. Ne? Anders als diese Szenarien, dieser neoimperiale Ressourcenausbeutungskapitalismus, den wir da betreiben, der macht, glaube ich, keinen Sinn. Wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir zukunftsfähige ökonomische Modelle mit der Digitalisierung entwickeln für Afrika. Und damit ist die Migrationsfrage ein Stück weit auch gelöst. So lösen wir die Migrationsfrage nicht. Das sind die großen Probleme. Nur ein Beispiel dafür, was ich da so sehe. Es gab noch weitere Fragen. Ja, super, Dank, dass ihr so einen breiten Nachhaltigkeitsbegriff da gewählt habt und Politik und Demokratie da integriert habt. Jetzt eine ganz konkrete Frage. Heißt es jetzt dann für ein WWF zum Beispiel, dass ihr jetzt Demokratiepolitik macht, so mehr Demokratie? Das wäre eine total super Brücke, sag ich mal, zwischen Netzpolitik, Ökologie und so einer Demokratiebewegung über mehr Demokratie zum Beispiel. Wir machen ja Politik, Demokratiepolitik, das sehe ich auch als eine Aufgabe an im Bereich des Fachbereichs Bildung. Also Bildung ist ein ganz wichtiger Aspekt da drin. Bildung als jetzt nicht nur auch im schulischen Kontext gesehen, sondern überhaupt wirklich auch im gesellschaftlichen Diskurs diese Fragestellungen zu stellen. Und es wurde heute schon mehrfach angesprochen, natürlich muss Digitalisierung auch im Rahmen dieser Planetary Boundaries, die heute auch schon angesprochen sind, vonstatten gehen, sonst haben wir, glaube ich, generell einfach ein grundsätzliches Problem am Ende. Und dass wir das so gemeinsam aufgesetzt haben, auch mit der Robert-Bosch-Stiftung, deren Forschungsbereich eben in dem Themen Wissenschaft auch diese Fragestellung ist, nachhaltige Entwicklung und auch Forschung dazu betreibt. Es ist einfach überhaupt noch nicht zusammen gedacht, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da sehen wir auch WWF auch eine Aufgabe darin für uns. Gerne. Ich würde geradezu den Spieß umdrehen wollen und sagen wollen, oder anders nochmal gesagt, es hört sich alles sehr problematisch an, was wir heute formuliert haben. Das ist auch so. Aber auf der anderen Seite bin ich ein ziemlicher Digitalisierungsoptimist. Das muss man auch nochmal klar machen. Die Potenziale der digitalen Transformation, die großen, pathetisch formuliert, die großen Menschheitsprobleme zu lösen, sind enorm. Und das sollte man nie vergessen bei all den kritischen Debatten. Der Punkt ist nur, dass man genau rausarbeiten, rausdestilliert, wo die Rahmung für die problematischen Effekte jetzt schon nötig ist, mitzudenken, was Resilienzfragen angeht, Rebound-Effekte, Ressourceneffekte, Effekte für politische Systeme, globale Ökonomie und so weiter, um jetzt schon Leitplanken zu bauen. Ich glaube, dass aber die Frage der Urbanisierung, des demografischen Wandels, all diese weiteren großen Megatrends der Nachhaltigkeitstransformation, der Individualisierung ebenso zu Herausforderungen führen, die wir bei irgendwann 12 Milliarden Menschen auf der Erde niemals schaffen werden, ohne die enormen Potenziale digitaler Nutzungseffizienzsteigerung, und darauf würde ich gerne ein Augenmerk legen wollen, also durchaus innovieren, verändern, digitale Technologien ausprobieren, in den Markt einführen, aber mit den entsprechenden Leitplanken und den moralischen Zielvorstellungen, die man da beiseite stellen muss, da kann ein guter Weg draus werden, ein Suchen beim Gehen, ein vorsichtiges Vorantasten mit konkret, konzisen, gut ausdifferenzierten Leitbildern für eine andere Gesellschaft. Es gab noch eine Frage, genau. Ja, Christine Schmidt, erstmal, ich freue mich enorm, dass es diese Konferenz gibt und diese Studie gegeben hat. Wunderbar, endlich kann man streiten, das ist so, so wichtig. Ich habe drei ziemlich konkrete Fragen. Das erste ist, ob Sie bei Ihren Untersuchungen einen Ansatz gefunden haben in irgendeinem Forschungsinstitut, die versuchen mal den gesamten Rohstoffaufwand
der Digitalisierung zusammenzubringen. Also einfach quantitativ und das vielleicht auch noch mit einer Perspektive, war Frage 1. Frage 2, haben Sie ein Unternehmen gefunden, das seine Produkte schon so entwickelt, dass man von einem Design for Recycling sprechen kann? Und dritte Frage, ist so etwas wie ein International Planet of Raw Material Usage in irgendeiner Weise geplant oder angedacht oder so? Danke. Mhm. Also Expertinnen und Experten auf dem Gebiet zu ihrer ersten Frage, da war gestern eine Vertreterin hier von WEED, also W-E-E-D, die da, glaube ich, sehr weit in ihren Forschungen sind. An die würde ich mich wenden, an die wollte ich mich selber auch noch wenden für Zusammenarbeit. Helfen Sie mir nochmal, was war die zweite Frage? Achso, ja, da besteht ein gewisses, ich möchte sagen, physikalisches und chemisches Problem. Und zwar ist es so, dass man einige der Mineralien, die in IKT verbaut sind, durchaus recyceln kann. Also Gold ist da ein Beispiel. Das Problem besteht allerdings bei den seltenen Erden. Wenn die einmal für eine Gebrauchsfunktion hergestellt worden sind, dann sind die sozusagen zerstört ab diesem Zeitpunkt. Deswegen ist es auch wichtig bei IKT, das ist der Unterschied zur weißen Ware, also Kühlschränke beispielsweise oder Waschmaschinen, die den größten Energieverbrauch haben während der Nutzung, dass man seine digitalen Geräte möglichst lange verwendet, weil da ist der Energieverbrauch ist bei der Produktion, Vorproduktion, Produktion und Vertrieb machen ungefähr 80% des Gesamtenergieverbrauchs aus. Das heißt, je länger man das sozusagen verwendet, die Geräte, desto besseres Ökobilanz, desto eine bessere Ökobilanz bekommen sie. Und deswegen ist auch Weiterverwenden oder Weiterverkaufen oder gebrauchte Geräte zu kaufen, ist eine einigermaßen gute Strategie. Recycling ist ein unheimlich problematisches Thema, wird unter anderem auch in dem Buch beschrieben, weil es das, was unter Recycling läuft, in Anführungsstrichen, ist häufig Schmuh. Und es gibt zum Beispiel auch Firmen wie Apple, die Recyclingfirmen, die mit ihnen unter Vertrag stehen, dazu zwingen, sämtliche Apple-Geräte, die dort auf dem Hof landen, komplett zu schreddern und zu zerstören, dass auch ja keine Ersatzteile irgendwie sowas in den Umlauf kommen. Also das ist ein unheimlich großes Problem, das Thema insgesamt. Und dann müssen Sie mir nochmal helfen mit der dritten Frage. Ist eine gute Idee, wird daran gearbeitet, sogenannten Earth Targets, das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, auch in der Doppelspitze jetzt von Edenhofer und Rockström, der ja das Resilience Center in Stockholm auch leitet, der einfach da auch im Hinblick auf die Planetary Boundaries da auch ein internationales Forschungscluster bildet. Das ist sicherlich eine gute Adresse. Wir sind am Ende. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir wünschen uns alle drei, die wir hier vorne stehen, dass dieser Diskurs weitergeht, dass wir sozusagen auch hier gemeinsam in diesem Netzwerk, wie es die Bits und Bäume gezeigt hat, einfach eine stärkere Stimme haben. Vielen Dank dafür und wir stehen gerne noch draußen für weitere Fragen.